Ja, genau. Hat sich einiges geändert. Also man hat nicht mehr unten diese Hotbar und so weiter, sondern standardmäßig. Man hat jetzt auch den Schnee. Und das kann ich jetzt ausmachen. Man hat hier so einen schönen Schneesound. Das haben wir nur für Lizenzen. Nur stinknormale, ne? Freetall haben wir nur und D2. Ja. Freetall. Schauen wir mal nach, was hier das Beste ist. Long können wir noch nicht. Ob wir überhaupt einen Auftrag hier haben. Ja, scheinbar nur ein. Und das wäre der, dass wir Easter Electronics, OPCO Apparels und Footwear and Iskamp Chemicals zur Kurzfactory fahren für 8.887. Machen wir doch das nochmal. Weiß jetzt leider nicht mehr, auf was ich es legen könnte. Aber gut. 38 Tonnen, 5,2 Meter. G. Ach ja, klar, auf der D30, D3O und wir fahren es zur C4I. Hier hinter müssten die beiden sein, genau. Ich habe noch nur die Lizenz hierfür. Ja. Haben wir hier irgendwo noch die Specific mit, weil ich auch zwei genau. Da fahren wir hin. Das ist der Hafen. GF war das. War das auf der 3? Ne, das war sogar 3. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir hin sollen. Auf die D30. Da, wo wir zuletzt waren. Und wir sind in. Ja, wir sind hier. Das heißt, wir fahren einfach nur geradeaus. Erstmal raus. Dann starten wir mal den ganzen Bums. Weiß zwar nicht mehr, welche Richtung jetzt die richtige war, aber. Werden wir länger sehen. Und dann rollen wir mal dahin. Das ist mit dem Route Manager, also ich habe jetzt den Route Manager mit reingepackt und wie gesagt, Cooling-Fan und wie ihr eben sehen konntet, habe ich ja das Dings ausgeschaltet, den FPS. Das war noch D, oder? Also D. Das müsste dann. Das war D40, oder? Ups, das war die verkehrte. D30. D30 wäre. Thank you.
rückwärts fahren. Wie viel Sprit haben wir überhaupt nochmal? Voll getankt. Das ist natürlich auch nochmal klug. Nachzugucken. Aber es wäre vielleicht klüger. Weil wir müssen ja eigentlich beide gerade. D3-0 ist doch D3-0, oh Mensch. Hier haben wir Schrott links neben uns. Ja. Verdammt. Passive Mouth Grip as a Career Manager later and all the damage fields will be cleared. Ja, geht gut los. Ich will jetzt die Tür auch wieder mit der linken Maustaste aufmachen, das ist auch wieder clever. Dann machen jetzt mal die Multiple Units. Dann hier zu und da auch. Und dann. Das muss man wagen, das sind 3 Stück, ne? Das würde ja passen. Dann wollen wir uns wieder reinsetzen. Reinsetzen. Vorwärtsgang. Und dann können wir jetzt nochmal gucken, ob das funktioniert jetzt hier. Neue Route. Back. Menü. Da war ja was. From Dropcast to Drop Distance. Error in Building Path C Console. Na okay, dann machen wir es halt ohne. Dann gehen wir aber auch auf. Ja,
auch hier wieder raus und was Crew Vehicle? You haven't unlocked any. Okay. Dann gehen wir halt wieder auf den normalen Modus. Machen wir jetzt nochmal die Karte. Ah, die. Da war ja was. Die Karte gibt es ja nicht mehr per Shortcut oder sonstigen, sondern nur so. Glaube ich zumindest, war das so. Oh, gibt es da mittlerweile jetzt wieder neue Controls irgendwie zu bekommen? Ja. Es ist aber 0. Das war nochmal vor auf 0. War es nicht ganz einfach 0? Ich bin verwirrt. Wo sollen wir noch hin? Wir sollen zu Machine Factory in Town, ne? War doch so. Ja. Also wieder ein super langer Weg. Heißt, wir fangen jetzt hier wieder stumpf raus und fahren dann. Ich würde sagen, wir fahren dann links entlang. Ja. Den üblichen langen Weg. Einige Tonnen, ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Tonnen wir beim letzten Mal hatten, aber halt jetzt haben wir halt 5 Tonnen, 38 Tonnen. Ja, also ich muss aber dort sein und auf den Tank achten, weil ich halt jetzt da den Rechner dafür zahlen muss. Wobei ich kann natürlich auch irgendwie hier in den Block nehmen, weil es da irgendwo rumsteht. Geradeaus weiter, ja, es passt. Wir müssen hier mit. Wir können natürlich testen, auch zwischendurch, ob das mit dem der Cruise Control funktioniert. Scheinbar. Dann ist hier weiter geradeaus, genau. Kannst du noch erhöhen mit Punkt und Komma. Hat sich eigentlich irgendwie mit der Game Audio was geändert? Nee, ist noch bei 40%.
Heißt, wir können auch jetzt hier ganz gemütlich auch das Tempo halten, mehr oder weniger. Boah, ich weiß nicht, welche Probleme haben werden. Wir können 70 fahren. Die Frage, die sich mir stellt, ist, bremst der Tempomat einen dann auch runter oder nicht? Ich denke mal schon, zumindest klingt das so für mich, als wäre es so. Ah, ist aber schön, diese Winterlandschaft. Okay, der hält das Tempo. Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Ich hab's auch runter. Aber das ist quasi so wieder wie Automaten-Retarder jetzt bei. Beim LKW. Wobei, nee, er bremst einen nicht wirklich ab. Dann doch, jetzt bremst einen runter. Ich gehe einfach runter auf 51. Passt noch wunderbar. Wir hätten so mit 50 weitergekommen. Wir fahren hier sogar mit etwas weniger als 50, aber gut. Dann gehen wir hier wieder zu Cruise Control. Wir beschleunigen auf 71. Und dann können wir uns weiter hier die Gegend anschauen. Nochmal ab und zu gucken, hier noch einen weiten Weg. Also jetzt können wir uns hier wieder sehr viel umschauen und das Ganze genießen. Die Berge, das sieht einfach schön aus. An die Winterlandschaft. Das hat was. Das hat echt was. Jetzt haben wir sogar noch 80. Jetzt so sieht das Wasser auf. Gut, wir müssen vielleicht das Wasser noch irgendwann von der Perspektive sehen, wo wir es ein bisschen weiter weg haben, aber es sieht ja schon ganz nice aus. Weil das Korallikat natürlich auch schon was, ne? Ich will nicht verstehen, das hat auch was, war auch sehr, sehr gut anzusehen. Über das Steelmill müssen wir wieder so ein bisschen, da können wir glaube ich auch noch wieder auf 50. Ah, das ist angenehm, mal gucken, ob wir die Zeit auch sogar, ob das die erste Tour ist, die wir pünktlich schaffen, oder nicht. Das ist aber schon nice, schon nice. Müssen echt noch, wie gesagt, auf den Treibstoff achten. Die Frage ist, was wir testen können. Wir machen den Fan mal aus. Haben wir weniger Consumption, haben auch mehr Power. Die Frage ist, ob es auch wirklich. Also wir haben noch Schnee und so, ob die Temperaturen draußen auch kalt genug sind, so gesehen. Ob es quasi für uns so gesehen, okay, die Temperatur steigt dann stark, geht dann stark hoch. Dann würde ich sagen, kühlen wir nach. Kühlen wir bei Bedarf nach. Das ist auch nicht verkehrt.
30. Ich werde sowieso die ganze Zeit fahren. Aber dann müssen wir die Ventilator auch die ganze Zeit laufen lassen. Lohnt sich ja auch nicht, ne? Wenn es auch anders geht, dann warum nicht? Das wird umgestellt sein, das andere müsste eigentlich auch alles passen. Steigen war es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Jetzt haben wir schon wieder echt zu kämpfen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das hat wieder deutlich mehr, aber gut, so wie das. Jetzt würde ich gerne runter auf 50. Weg. Das passt. Das passt hier auch noch wunderbar. Wir könnten ja eigentlich so mit 70 durchbrettern. Scheinbar wirklich so powerful ist, dass er wirklich runterkühlt, dass man ihn nicht die ganze Zeit permanent laufen lassen muss und trotzdem Probleme hat. Gut, dann gleich geht's links herum. So, jetzt mal ein bisschen weiterrollen. Gesetzt. Geradeaus, beziehungsweise hier rechts herum. Müsste aber noch alles hier geradeaus gehen. Jawohl, alles in die richtige Richtung. Heizen auch hier durch. Bei der City kommen wir zur City Südwest. Prinzipiell können wir auch beschleunigen, aber gut, jetzt sind wir schon wieder bei den 7. Also wir sind ja schon gleich wieder bei der Generation. Wir fahren auch beim Ölzentrallager vorbei.
durch. Wie viel Kohle haben wir nochmal? Das ist natürlich wieder nicht hier, ne? Wir haben 2000 oder irgendwie sowas im Dreh. Und dann 8000 dafür. Für die Fahrt. Gespannt. Ich glaube, ich habe zwei Games, die eventuell in 2021 rauskommen sollen, die jetzt weder D-Ray Rally noch Trains of World 2 sind, die aber mit Zügen zu tun haben, die ich ins Auge geworfen habe. Ja, das passt noch. Wir dürften zwar nur noch 30 auf dem Abschnitt. Dran, wunderbar. Wo wir mit 50 in der 30er Kurve rein sind. Also hier ein bisschen mehr Leistung geben. Vor der Stadt. 1, 2, 3, 4 müsste passen, also wäre es bei der 50, wenn ich mich nicht täusche. Yep. 50 passte, glaube ich, auch, ne? Wobei ich glaube, es geht nochmal runter auf 30, dann gehen wir runter auf 40 schon mal. Wir rollen schon mal hier mit 40 rein, würde ich sagen. Wir haben zwar jetzt gleich hier da hinten noch die Rechtskurve, die wobei die glaube ich auch mit 50, oder? Entschuldigung, wieder 50, würde ich sagen. Ich meine, dass man da auch gut mit 50 durchkam. Ja, die Winterlandschaft noch. Die rostige Diesellok. Ja, ist richtig. 30 war auch wichtig. Aber wir kommen hier durch. Das heißt, kommen wir gut rum. Muss auch noch alles richtig sein hier. Also ich frage auch, wie viel ich jetzt Cruise Control gestellt habe. Okay. Noch höher, wird auf jeden Fall 80. Gut, dann fahren wir jetzt weiter gerade aus. Dann können wir dann schon mal gucken, wie das denn bei der Maschinenfactory aussieht. Falsche Richtung. Wohin sollen? Zu C4i. War es 1? Ne, es war I. Zu C, okay, das heißt, wir müssen dann die erste raus und die erste links.
So, schneller. Okay, ich muss die Ferne wieder anmachen. Du musst das aber runterballern, ne? So mit der Zeit, in dem direkten Sinne. Und jetzt kam mir das gerade vor, als ob Ding so wäre. Boah, schön, jetzt hier die Brücke. Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Wir haben jetzt nicht mal so diesen krassen, nennen wir es mal Algeneffekt beim Wasser. Wir kämpfen uns gerade den Berg rauf, ne? Von daher ist das mit der, das ist weiterhin auch erstmal ein bisschen heiß. Verdammt! Nee, war richtig. Oh Gott, ich werde was falsch gefahren. Schon verzweifelt draufklicken wollen. Kein Blatt runter, wir haben ungefähr die Hälfte. Er ist sehr viel Spritz verbraucht. Ja, passt. Rechts war das. Und die nächste links. Kann man auch wieder runtergehen auf 60 und dann gleich auf 50. C für I war das, ne? C für I. Wahrscheinlich passt es auch wieder mit dem Weg. Ah, da war ich wieder rechts. Auch 30. Jetzt ist halt die Frage, hier schon rum oder noch nicht? Belastend, es war sowas von klar. Weil wir können eigentlich auch geradeaus weiter hier noch fahren. Also machen wir jetzt mal erstmal so ohne hier die ganzen Geplänkel. Ich muss es einfach nur gleich mit den anderen beiden, mit den anderen drei Waggons auch wieder rüber, über das Gleis da hinten, dass wir dann hier raufkommen. Auf welches müssen wir denn? Wir müssen auf das ganz linke.
Rückwärtsgang. Muss wieder lösen. Mal langsam. In die Richtung. Dann können wir schon mal hier das Ganze ändern, dass wir auch wirklich. Hallo? Dankeschön. Das ist geradeaus. Werden wir gleich sehen, wie gut das passt. Fangen wir hier schön mit. Wir wollen nach links und dann geradeaus. Ist geradeaus richtig? Geradeaus war richtig, jawohl. Setzen wir mal wieder in den Zug. Und halten hier an und koppeln dann ab. Eingang. Jetzt bremsen wir noch mehr an. Machen alles aus, steigen aus und ups, sind zu weit. Dann kommen wir mal ab. Und dann können wir zur Station gehen und unser Geld abholen. Den Job beenden. Ist er auf der... Ups. Oh, 39 Minuten, wunderbar. Bonus-Time 53 Minuten. Wir haben das alles geschafft. Wir sind nicht gedings. Wir kriegen einen Time-Bonus von, ja, von der Hälfte des Ganzen. Kommen wir für 13.300 Dollar. Das heißt, mit einem Time-Bonus machen das, also schnell zu sein, ist schon wichtig. Weil dann kein Damage und so weiter und so fort. Aber wir haben halt noch trotzdem mal Damage gemacht.